Was ist das? Was ist das für ein Monster? Das ist ein Stahlleune auf der vergessenen Himmelsinsel. Und ich bekämpfe ihn eine Stunde, nachdem ich ein neues Spiel gestartet habe. Aber wie konnte es hierzu kommen? Spulen wir zurück zum Anfang. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Dark Army Resurrection, dem schwersten TOTK-Modus aller Zeiten. In diesem Projekt spielen wir Tears of the Kingdom noch einmal von Anfang an komplett durch. Mit neuem Movement, zufälligen Truhen und viel stärkeren Gegnern. Doch was diese Mod noch alles genau verändert, seht ihr im Laufe des Videos. Damit geht's los. Ich muss echt sagen, ich liebe den Look. So, ihr werdet gleich schon sehen. Wir schlagen jetzt erstmal hier raus, ganz normal. Aber jetzt kann ich es euch zeigen, passt auf. Normaler Sprung und Doppelsprung. Das ist schon mal die erste Sache, die echt ziemlich fresh ist, wenn wir ehrlich sind. Wir müssten doch mit dem Doppelsprung eigentlich auch kurzen Speedrunner-Trick machen. Ah, verdammt, hat nicht funktioniert. Okay, hat funktioniert. Jetzt können wir einfach abkürzen, Junge. Weil ich meine, wir müssten ja eigentlich die Truhe mitnehmen. Ich meine, die erste Truhe ist schon geöffnet. Alle anderen Truhen sind noch verschlüsselt mit dem Schloss. Da werden wir gleich zukommen. Aber wir können einfach schon mal abkürzen. Sehr schön. Auch zum Zeitumkehrschrein, aber den können wir natürlich noch nicht machen. Auch der Dude hier vorne pennt noch. Aber theoretisch kommen wir hier raus. Das war echt ganz sexy eigentlich. Ich sehe immer noch keine Gegner. Das finde ich schon mal schön. Noch werden wir verschont, ja. Aber das hält nicht mehr lang wahrscheinlich. Oh mein Gott. Hier sind schon mal Schleimgelees. Ach du Scheiße. Ich glaube, nur die allererste Truhe ist geöffnet. Ich schieße direkt schon wieder das ganze Spiel. Oder halt hier sind andere Items drin. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir kommen auf jeden Fall ran. Ja, ist leider relativ scheiße, muss man sagen. Das sind keine guten Waffen für den Anfang. Oh, aber die Hose ist sehr gut tatsächlich. Und wir haben direkt drei Items gekriegt, das ist sehr schön. Okay, das ist auch so geil. Wir können uns einfach bewegen, während die Box noch an ist. Das ist so kleine Änderungen einfach, die gar nicht mal so groß auffallen. Aber es ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist für den Anfang trotzdem schon mal in Ordnung auf jeden Fall. Und die ganzen Kombos, stimmt, das ist ja auch wieder so eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Oh mein Gott, alter, fuck. Ja, ich gegen euch möchte auch definitiv noch nicht kämpfen. Die ganzen Kombos, ne? Guckt euch das mal bitte an. Wie cool ist das bitte? Wir gehen aber trotzdem nochmal zurück, weil ich möchte eigentlich den offiziellen Weg gehen. In der Hoffnung, dass die Truhe auch noch offen ist. Weil dann könnten wir direkt nochmal eine zweite Truhe mitnehmen. Und das wäre schon nicht so schlecht. Das kann ich leider noch nicht skippen hier. Nur mal so zur Zusammenfassung, was wir alles machen möchten. Wir möchten auf jeden Fall alle Tempel machen. Und nicht alle vier, sondern alle fünf Tempel machen. Wir möchten alle Türme aktivieren. Das Masterschwert brauche ich auf jeden Fall. Ist ja eigentlich logisch irgendwie, ne? Ich möchte definitiv auch die ganze Koga-Quest machen. Schreine machen wir nicht alle, aber definitiv viele. So, weil wie gesagt, ich brauche das Masterschwert. Dafür brauche ich schon mal zwei Ausdauerräder. Dann möchte ich ein paar Herzen haben, damit ich nicht andauernd drauf gehe. Das wäre auch ganz cool, denke ich. Und es gibt definitiv einiges zu tun. Und ich kann die Truhe auch aufmachen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und wir kriegen. Oh, das ist schon mal deutlich besser. Okay, sehr schön. Ja, ein Sora-Schwert ist auch immer gut, wegen dem Wasserbuff natürlich. Und. Boah, geil! Ey, ich mag diese Skydive-Mobility, finde ich super. Ey, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Loot für den Anfang, ne? Ich meine, dafür, dass wir noch nicht mal angefangen haben, noch keinen Gegner bekämpft haben. Let's go. Damit geht's erst richtig los hier. Ey, ich liebe diesen Look so sehr, ne? Es sieht so düster einfach aus. Das eigene Logo auch noch. Oh, Junge, das geht so hart, ne? Das wird wirklich nicht ohne. Das ist so geil, dieses Movement ist so schön, wirklich. Great Sky Island, die vergessene Himmelsinsel. Was war das für ein Geräusch? War das nicht das Geräusch von Phantom Ganon, wenn er stirbt? Es hat ein bisschen Randomizer-Vibes auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten es gerade am Anfang echt nicht zu viel Zeit lassen eigentlich. Okay, sehr schön. Das ist krass, wie viel der aushält, ne? Ich glaube, die halten noch mehr aus tatsächlich. Oder wir machen weniger... Oh mein Gott, Alter. Wir machen weniger Schaden. Oh, fuck. Ich habe noch ein Viertel Herz. Das ist aber in Ordnung. Ich habe irgendwie überlebt. Das ist schön. Nehmen wir auch mit. Hier, jetzt möchte ich auch alles bitte haben. Oh mein Gott, bitte. Kann ich bitte einfach den Schleimgelee haben? Dankeschön. Ach ja, wegen Death Counter, weil auch noch gefragt wurde. Hier. Nee, wir haben ihn noch nicht. Okay, weil wir noch keine Tode haben, wird er noch nicht angezeigt. Aber wenn wir einmal sterben sollten, wird hier ab sofort hier ein Death Counter angezeigt. Das werdet ihr dann sehen. Wäre schon ganz cool, wenn ich es ein Stückchen weit schaffen würde. Das wäre echt schon ganz angenehm eigentlich. Ich sterbe einfach gar nicht, wie wär's damit, Guys. Wenn ich hier auch nur die erste Stunde überleben sollte, ohne zu sterben, dann bin ich schon sowas wie Jesus in der Art. Keine Ahnung. Was abonniert, ne Spaß? Ich glaube, in den Krügen kann auch was drin sein. Aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das überprüfen wir einfach am besten selbst. Ja, ist Rubine drin. Das finde ich sehr, sehr gut tatsächlich. Wie gesagt, Rubine werden uns... Oh, 50, Alter. Rubine werden uns auch abgezogen, wenn wir sterben. Oder wenn der Blutmond kommt. Ich bin nicht mehr ganz... Nee, wenn wir sterben. Wenn wir sterben, werden uns auch Rubine abgezogen. Pain auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist auch zum Glück ein bisschen einfacher, sie zu erlangen. Wenn man einfach Krüge kaputt machen muss, sage ich ganz ehrlich. Ich sollte mir am besten gar nicht zu viel Zeit lassen und mich hier groß umgucken. Weil ich glaube, am Anfang haben wir noch nicht so die richtigen Mittel. Alter, das ist so krass. Diese Kombos sehen so cool aus, wirklich. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich vergesse immer wieder, dass Gegner nachspawnen können, ne? Okay, sehr gut. Ich muss echt aufpassen, Alter. Deswegen heißt das Projekt ja auch Dark Army Resurrection, weil Resurrection, also Wiederauferstehung, und das ist ja genau der Sinn der Sache, dass Gegner quasi wiederauferstehen können. Wenn Gegner sterben, spawnen halt manchmal Schleim hinterher oder so ein Scheiß. Manchmal, glaube ich, auch irgendwie Stahlgegner, aber ich meine, von denen gibt es keine Stahlversion. Okay, hier ist wieder ein Feuerschleim. Perfekt. Weg mit dir. Und geil. Als Kollegen einfach getötet. Ist auch schön, natürlich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, nochmal ein weißes Choo-Choo-Jelly. Sehr. Oh mein Gott, Alter. Ich muss echt verdammt nochmal aufpassen. Alter, das ist echt dünnes Eis hier. Ganz ehrlich, die ganzen Choo-Choo-Jellies, die lohnen sich ja auch. Die sind echt gut zum Kämpfen eigentlich. Aber bisher kam uns tatsächlich keine große Gefahr entgegen, muss ich sagen. Also, dass wir es schon mal zum Tempel der Zeit geschafft haben, finde ich echt schon ganz gut. Auch wenn hier natürlich da vorne wieder ein Blockkonstrukt ist und der sollte da auch nicht sein. Wo ist er? Hier. Ich meine, man kann auch in Bullet Time gehen, aber ich glaube, man braucht das Parasegel dafür. Und wir haben immer noch keinen einzigen Schlüssel. Das finde ich ein bisschen schade auf jeden Fall.
Wir haben jetzt nur mal die erste Zone Charge gekriegt. Wie gesagt, davon brauchen wir 10 Stück, um uns zu teleportieren. Das kann auch lustig werden. Wir schauen einfach mal. Dann gehen wir mal zum ersten Schrein hier rüber. Ich glaube, da müsste aber alles normal sein in den Schreinen. Ganz sicher bin ich nicht. Oh mein Gott, nein. Digga, es ist ein weißer Star, Leute. Willst du mich verarschen? Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Ich kann nicht gegen dich kämpfen. Unter gar keinen Umständen, wirklich. Ich laufe ihm einfach aus dem Weg. Alter, ich hoffe, er greift mich nicht an. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat er mich gar nicht mehr im Blick. Jetzt holt er den Bogen aus, ne? Ja, er schießt. Okay, er schießt. Alles klar, tschüss. Wie gesagt, die Schreine müssten normal sein, soweit ich weiß. Aber ich kann auch hier voll viel skippen oder nicht? Ich will es ohne Ultra schaffen. Das ist halt immer so eine Challenge, die ich mir setze. Nein, als ob, Bro. Als ob, dieser eine Zentimeter. Let's go, geht doch. Ich meine, ich würde ganz gerne in die Truhe da oben kommen, aber ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ich kann es halt so versuchen. Komm, scheiß drauf, wir nutzen Ultrahand einfach doch. Wie wär's damit? Das ist so dumm, Alter. Ist halt die Frage, ob ich überhaupt rankomme an die Truhe oder ob die für mich verschlossen ist. Ja, okay. Wir brauchen einen Schlüssel, wir haben keinen Schlüssel. Sehr schön. Wir sollten auch unsere Schlüssel echt nicht zu lange aufheben, weil die, wie gesagt, wenn wir sterben, einfach weggeschmissen werden. Deswegen, wenn wir neue Schlüssel bekommen, eigentlich direkt einsetzen. Notfalls auch in einem Schrein zurücktraveln und halt da einlösen. Aber bisher hatte ich ja noch keinen einzigen. Und ich meine, es ist auch realistisch. Ich hoffe, dass wenn die Switch 2 wirklich nächsten Monat angekündigt werden sollte, das wird ja aktuell für sehr wahrscheinlich gehalten, dass dann im gleichen Atemzug oder zumindest relativ bald auch ja eine Re-Edition von TOTK für die neue Konsole rauskommt, wenn die dann eben auch erscheint, die neue Konsole. Und dass wir da vielleicht einen Master-Modus bekommen oder vielleicht noch ein kleines Update hinzubekommen, was quasi kein DLC ist, aber trotzdem irgendwie ein Kaufargument, um TOTK nochmal neu zu verkaufen. Das hat Nintendo ja schon oft gemacht, dass sie quasi alte Spiele oder Spiele von der vorherigen Konsole für die neue Konsole geportet haben und dann ein bisschen Content hinzugefügt haben und das quasi als Kaufargument genutzt haben. Und das wäre halt schon ganz geil, wenn TOTK quasi neu rauskommen würde für die neue Nintendo-Konsole, dafür aber mit ein paar kleinen Änderungen und halt vielleicht mit einem Master-Modus. Modus beispielsweise. Das fände ich schon echt ziemlich nice eigentlich. Wir machen uns auf den Weg zum, oh mein Gott, Alter, Synthese-Schrein. Wir spielen einfach ganz normal weiter hier. Komm, wir spielen einfach ganz normal weiter. Das passt schon, das passt schon. Einfach hier ranhängen. Was zur Hölle war das gerade? Oh mein Gott, Alter, nein, ich möchte nicht. Fuck, Alter, ich sollte mich echt hochhalten. Das ist gar nicht gut. Ich hasse diese Viecher, ne? Tod Nummer 1. Sehr schön. Ich hasse sie so sehr. Ja, Holzschild sollte auch eigentlich gegen Elektrofledermeister wirken, aber irgendwie hat es das anscheinend nicht. Tschüss, liebe Rubine. Das war's dann auch wieder an der Stelle. Ach, das tut so weh. Und unsere Chess-Keys sind auch weg. Ach ja, genau. Und all enemies have been resurrected. Also, alle Gegner sind wieder da. Eis Blutmond ist eigentlich komplett unnötig. Und jetzt haben wir hier den Death Counter. Sehr schön. Mal 1. Das ist doch schön. Nee, der Flederbeißer ist weg, glaube ich zumindest. Und irgendwas ist gespawnt. Ey, ich finde diesen Sound von Phantomganon, wenn er stirbt, der ist an sich schon gruselig. Aber jetzt wird er nicht damit verbunden, dass wir es geschafft haben, quasi, dass wir Phantomganon besiegt haben, sondern jetzt bedeutet er einfach, dass Gegner spawnen. Hör auf, hau mir ab, Alter. Hau mir ab. Ich kann doch überhaupt nicht kämpfen. Ich habe doch noch gar nichts. Aber an sich ist es natürlich schon sinnvoll, Gegner zu bekämpfen. Nur traue ich mich halt aktuell einfach überhaupt nicht. Oh, fuck. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Oh mein Gott, was war da dabei? Was war da bitte gerade alles dabei? Voll der gute Loot, hä? Okay, ich wusste nicht, dass auch normale Truhen so einen krassen Scheiß droppen, ehrlich gesagt. 20 Pfeil. Oh, Bro, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Nein, hau ab. Alter, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Das stresst mich hier alles. Bro, verarsch mich nicht. Okay, ich hab's geschafft, wie auch immer. Dass meine eigenen Waffenkombos anders sind, macht's halt nicht gerade leichter. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es ist halt echt gefühlt eine halbe Randomizer. Aber als fortlaufendes Projekt ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Plus ist es halt, wie gesagt, deutlich schwieriger. Ich würde halt ganz gerne den Bockblin eigentlich besiegen, aber das Ding ist, ich kann nicht. Wenn der andere mich angreift, dann habe ich halt echt ein Problem. Oh mein Gott. Oh, Alter, weg hier. Ja, wie gesagt, der gepanzert ist nur das Problem. Das sind beides nur zwei rote Bockblins. Die sind jetzt echt nicht die Welt, aber. Oh, schon die Blut ja auch noch. Oh mein Gott, ich hab irgendwie überlebt, aber das ist nicht gut. Himmelspilz, komm. Was hat er gehabt? Oh mein Gott, der hat voll das gute Schwert gehabt. Das ist gut, aber ich kann ihn nicht angreifen. Jo, das hat Notfallstärkung, das ist natürlich stark. Ich kann basically nicht angreifen, das ist ein Problem. Hat er überhaupt irgendwelche Loot gedroppt? Ich glaube nicht, ne? Gefühlt. Immerhin haben wir den ersten Bockblim besiegt, das ist doch schon mal ganz schön. Und er hat heftig geblutet, oh mein Gott, so brutal. Ich brauche halt nur echt langsam mal einen Schlüssel. Ich hätte wirklich langsam mal, Alter, ganz gerne einen Schlüssel. Das wäre ganz cool eigentlich. Aber das Ding ist, ich bekomme die ganze Zeit keine Warnung. Oh, du bist fast tot, weil... Ja, let's go. Wir haben unseren ersten Chess-Key. Das ist sehr, sehr gut. Damit können wir doch mal ein bisschen was erreichen. Auch komm, greif an. Sehr schön, okay. Oh, scheiße. Oh mein Gott, es wird auch geändert. Man hat nicht mehr so lang. Oh mein Gott, fuck, Alter. Das stresst mich so. Scheiße, ey. Man kann im Flurry Rush nur noch zweimal angreifen. Oh, brenn mal deinen Atzen ab, das ist gut. Die bekämpfen sich ja sogar gegenseitig. Ist ja voll stark. Aber auch der Flurry Rush wurde genervt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Komm, greif ihn an. Los, greif ihn an. Let's go. Den getötet. Ja, das war stark. Oh, what? Sehr gut, okay. Was hast du für mich gedroppt? Ja, nichts so krasses auf jeden Fall bisher. Okay. Einfach alles mitnehmen. Und noch ein Chess-Key, da war noch ein Chess-Key dabei. Sehr schön, wir haben schon zwei Schlüssel. Also, wir benutzen einen Chess-Key, natürlich. Und bekommen dafür...
Oh, das ist gut. Und noch eins hinterher, Bro, das ist zu krass eigentlich, ne? Und noch eine Hose. Hä, wie heftig. Okay, Bigoron-Schwert ist halt super stark. Das hält sowieso schon ultra lang, ist halt auch mega, mega stark. Und dann auch noch mit Haltbarkeit plus, das ist echt nice. So, die Crocs lohnen sich, wie gesagt, nicht, soweit ich weiß. Ich meine, ich könnte natürlich auch ein paar Slots upgraden, aber habe ich jetzt echt nicht so Bock drauf gerade. Aber ich frage mich, ob das normal ist, dass ich immer eine Hose bekomme, weil ich habe jetzt irgendwie bei allen Truhen, die ich aufgemacht habe, zwei Waffen und eine Hose bekommen. Das ist ein bisschen komisch. Vielleicht hat das einen Grund. Oh, jetzt auch interessant. Bei dem Schrein, den wir jetzt öffnen, oder den wir jetzt betreten, der Initza-Schrein. Ich muss an eine Truhe doch ran, um überhaupt den Schlüssel für die Tür zu bekommen. Ist die automatisch offen oder muss ich den Schlüssel dafür aufheben? Ich hoffe nicht. Und wir bekommen Synthese. Sehr schön. Ach stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber man merkt es ja eigentlich inzwischen schon, ne? Ich habe tatsächlich von vornherein alle Waffenslots oder halt generell alle Slots frei. Das finde ich ganz gut. Das heißt, die Crocs bringen uns auch überhaupt nichts. Also okay, wir müssen anscheinend gar keine Crocs machen. Ist in Ordnung. Was mich jetzt wie gesagt interessiert, ist, ob wir an die Truhe rankommen, ob die einfach auch geöffnet ist oder ob wir dafür auch einen Schlüssel brauchen, weil wenn wir dafür einen Schlüssel brauchen, kommen wir halt nicht weiter im Prinzip. Oh, es kostet tatsächlich. Hä? Ja, aber würde ich ansonsten nicht weiterkommen oder was? Alter, das ist ja schon wirklich assi. Ich meine, jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Schlüssel gegen Schlüssel, ja, basically schon. Bruh. Dann machen wir das hier, komm. 25er Lanze, das ist doch eigentlich ganz stabil. Da oben sind noch mal ein paar Feuerfrüchte, die nehmen wir definitiv auch mit. Ich finde es so interessant, dass man Feuerfrüchte einfach essen kann, ne? Ich finde das irgendwie so komisch bis heute. Oder generell auch Wasserfrucht und alle anderen Früchte gefühlt. Oh Gott, aber greift ja gar nicht an. Dann ist ja auch alles gut hier. Er hat nur einen Sonar-Charge gedroppt. Das ist wirklich nicht viel. Schade. Aber ey, wir haben Synthese. Das ist gut. Also, die Batterie bekommen. Und ich bekomme nochmal einen Holzbogen. Ich verstehe nicht ganz, warum ich manchmal Holzbögen hinterhergeschmissen bekomme, aber egal. Wir akzeptieren das einfach. Und jetzt traue ich mich aber schon ein bisschen mehr, gegen euch Lappen zu kämpfen. Oh Gott, Alter. Das Angriffsmuster ist halt doch so ungewohnt, ne? Guckt euch das mal an. Ich nehme einen Zweihänder, mach so. Was zur Hölle? Link, was tust du da? Das sieht cool aus, aber was ist das denn? So, da haben wir eine Lanze. Die macht. Das ist halt echt ziemlich geil eigentlich, ne? Das ist halt echt übertrieben gut gemacht. Aber das Wildeste ist jetzt, guck mal, die greifen sich jetzt gegenseitig an. Ich warte erst mal, bis sie sich besiegt haben, ja? Bis mindestens einer von denen tot ist. Okay, jetzt greift man noch den an, komm. Ja, er tötet die einfach fast, ne? Das ist so krass. Er tötet die halt echt fast. Junge, du bist ein fucking Schleim. Das ist ein bisschen lächerlich. Komm, spring ihn an, let's go. Nicht gut, nicht gut. Nächstes Mal wird besser. Hallo! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bleib weg da, bleib mir weg, Alter, bleib mir weg, bleib mir weg. Oh mein Gott. Wuff! Sehr schön. Aber jetzt stoppt wahrscheinlich auch wieder einer, ne? Jetzt stoppt wahrscheinlich wieder ein. Was ist das für ein Shot? Ich dachte, fucking Frostgeira ist einfach hier. Nee, schlimmer. Real Talk, schlimmer als Frostgeira. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich kann versuchen zu flüchten. Scheiße, bin ich hier sicher? Ja, ich bin hier sicher tatsächlich. Das hat gut funktioniert irgendwie. Ich bin ein bisschen beeindruckt davon. Sehr schön. Wie ein Baseballschläger benutzt. Voll geil gerade. Ich weiß gar nicht, ob die Majori was bringen. Sag einfach mal ja, die bringen was. Der hat doch wahrscheinlich ganz normal sein Signum. Ja, wir müssen mal schauen. Vielleicht gehen wir auch mal zu Colton und holen uns ein paar Dinge. Ich weiß nicht. Aber es schadet ja sicher nicht, die Höhlen mal richtig abzuschließen. So, hier müsste, glaube ich, ein Rubin drin sein, richtig? Ja, sehr schön. Ist nämlich immer ein Rubin wahrscheinlich, ne? Ein Rhodonit, meine ich natürlich. Ist hier, glaube ich, immer drin. Das hat man ja damals auch noch bei der Speedrun-Route benutzt. Das ist, glaube ich, der einzige Erzkristall ist, der hardcoded ist im Spiel. Oh, ist eine Truhe. Habe ich Kies? Habe ich Kies? Bitte sag, dass ich Kies habe, Alter. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe keine Kies, oder? Das gibt's doch nicht, Alter. Ich brauche wirklich mehr Schlüssel. Ich hoffe jetzt einfach, dass du da vorne einen Schlüssel hast. Das wäre echt ganz cool eigentlich. Oh, hier sind noch mehr. Das war eine coole Kombo irgendwo. Wir greifen mal an mit dem Speer hier, würde ich sagen. Komm, es lohnt sich ein bisschen mehr. Das ist so eklig, dass ein Flurry Rush nur noch zwei Attacken zulässt, ne? Chesky, er hat einen Chesky gedroppt. Das ist sehr, sehr gut. Was hast du hier für mich? Du hast einen Chesky. No, scheiße. Ach, kacke, Alter. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Da hätte ich tatsächlich zur Seite ausweichen müssen. Und das war's dann auch wieder mit meinem Chesky. Der ist dann auch wieder weg. Aber wenn alle Enemies resurrected sind, dann müsste ich die doch auch nochmal neu bekämpfen können, oder? Oh, kacke, Alter. Okay, sehr gut. Okay. Wunderbar. Bitte, ich hoffe, ich drop nochmal einen Key. Komm schon, drop nochmal einen Key. Ja, let's go. Sehr schön. Und er hat sein Horn gedroppt. Stimmt, die Chance, dass sie ihre Hörner droppen, ist auch geringer geworden. Das habe ich auch ganz vergessen zu erwähnen. Ich weiß auch, wie gesagt, alles nicht hiervon. Das ist halt viele Dinge. Es waren so unendlich viele Einstellungen. Ich kann mir das nicht alles aus dem Kopf merken, okay? Also, habt Nachsicht, ja? Was haben wir diesmal hier? Gönn, irgendwas Geiles. Das ist ganz geil, ja, tatsächlich. Und nochmal eine Hose. Bro, warum bekommen wir so viele Hosen gerade? Ist das normal? Langsam habe ich das Gefühl, stimmt was nicht. Ich habe jetzt bei drei Truhen einfach drei Hosen. Oder nee, vier insgesamt, ne? Ich habe vier Hosen. Was will ich damit? Ja, bessere Verteidigung auf jeden Fall erstmal. Macht's auch irgendwie interessant. Da ist ein Leune. Da ist ein Leune. Ein blauer Leune. Cool. Ich weiß echt nicht, ob ich gegen den kämpfen möchte, ne? Digga, kommt der echt hierher? Willst du mich eigentlich verarschen? Bro, warum kommt der genau auf mich zu? Ich liebe diese Viecher einfach, ne? Wer auch immer bei Nintendo die programmiert hat, ich liebe dich dafür. Wieso mache ich das? Das Stun funktioniert wenigstens noch, das ist schön. Wieso tue ich mir das an? No, was macht dann Bossbock, Alter? Willst du mich verarschen? Wenn er jetzt anfängt mit Pfeilen zu schießen. Ich bin so am Arsch, das schaffe ich nicht. Das ist wirklich ein klassischer Fall von, was war das für eine dumme Idee gerade? Warum auch da hinten? Was machst du da? Muss das sein? Das ist so dumm, was tue ich hier, Alter? Greif, glaube ich, gar nicht an. Ich greife an, scheiße, Digga. Ah! Warum tue ich mir das an? Das ist so dumm, was ich hier tue. Egal, wir machen es trotzdem. Ich hab's überlebt?
Warum mache ich das überhaupt? Wenn ich hier noch 20 Sekunden überlege, bin ich halt schon krank unterwegs, muss man sagen. Ich würde so gerne den Bockblin loswerden, ne? Werf Bombe auf den Bockblin. Bro, das ist nicht BOTW. Ah, hier, tatsächlich, ich habe ja tatsächlich eine Bombe. Gute Idee. Ja. Ich habe mich getroffen. Wie viel Panzer hat der bitte? Lass dich werfen, lass dich werfen. Ja, vergiss es, Alter, vergiss es. Kannst du so vergessen, wirklich. Ich renne einfach weg. Ich versuche nur noch, um so zu überleben. Jetzt kommen Pfeile. Ja. Ja. Das war's dann auch. Junge. Schwierig, Alter. Nächste Frage, wie komme ich von hier wieder weg? So schön ruhig hier auf einmal. Man muss aber auch fairerweise sagen, das war auch echt ein bisschen zu meinem Nachteil. Das ist echt eine scheiß Battle Stage hier. Die kann man nicht gut kämpfen. Ich mach mich schon wieder ab hier, komm. Einfach hier so machen, komm. Zap, zerab und wir segeln ganz entspannt rüber. Ich würde ja zumindest gerne mal mit der Himmelsinsel fertig werden heute. Das wäre doch schon mal eine Sache. Oh Gott, Alter. Bro, okay, das hat sich gelohnt. Alter, was ist das denn hier für ein Kram bitte alles? Das ist ein bisschen zu viel. Die Truhen sind ein bisschen zu heftig. Also wir nehmen Truhen ab sofort immer mit, ja? Das sollten wir definitiv tun. Wie hält der aus? Es ist ein scheiß Schleim, Junge. Es ist ein scheiß Schleim. Zack, 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 zack. Ich finde es so schade, dass man die Himmelsinsel nur auf eine Art machen kann. Was hat denn der gedroppt? Er hat Schleim gedroppt. Oh, das ist gut. Hallo. Mach, los. Greif an. Hatze. Let's go. Sehr schön. Boah, der hat den gewonshottet, Digga. Sehr schön, danke. Oh, Alter, hat das nicht das überlebt? Warum hat er das überlebt überhaupt? Oh mein Gott. Ja, sehr schön. Das war ziemlich geil gerade. Alter, wie viele Pfeile. Oh mein Gott, was ist da gerade gespawnt? Ey, hau mal ab, Alter. Ich habe 2 Chesskies. Bitte, bitte. Hallo. Na, ihr? Okay, den nehme ich aber mit. Ich kann jetzt ein bisschen Waffen anfangen auszusortieren. Ja, okay. Den schmeißen wir auch noch weg hier. Wenn ich jetzt nochmal eine Hose bekomme. Okay, wir bekommen ein Oberteil. Bruder, ich habe ganz schön Glück. Also vor allem, weil es auch zueinander gehört. Das macht es natürlich nochmal besser. Allgemein habe ich schon echt gute Rüstung. Ich meine, es ist jetzt halt 2 von 3 Kleidersets. Das ist halt echt nice eigentlich. Und wir mal keine Hose bekommen. Das ist echt schön. Die Höhlen sehen nochmal geil aus, Junge. Sagt mal bitte, wie krass sieht das hier einfach aus? Also logischerweise können wir uns mit den Kristallen einfach Upgrades holen. Und mit denen hier können wir uns, wie gesagt, porten. Das heißt, das ist was wertvoller eigentlich. Ich glaube, wir kaufen echt lieber mal ein paar hiervon. Let's go. Anders als im richtigen Spiel. Weil da lohnt es natürlich viel mehr, die Kristalle mitzunehmen, damit man schön seine Batterie upgraden kann. Aber ja, eine gute Batterie ist auch schon wichtig. Aber nicht so wichtig gefühlt, wie sich teleportieren zu können. Weil teleporten ist halt schon echt wichtig. Müssen wir sparsam mit umgehen, ja? Ich finde es immer noch so geil, wie er den Speer schwingt, ne? Oder generell halt im Prinzip alle Waffen. Das sieht so cool aus. Gott, das ist doch echt lächerlich. Hier ist ein Diener-Konstrukt direkt neben einem Kampfkonstrukt. Und die greift mich trotzdem an. Das ist doch einfach blöd. Könnt ihr euch nicht absprechen? Merkt ihr nicht, dass ich eigentlich gut bin? Warum greift ihr mich überhaupt an? Oh, ein Soldatenbogen, sehr schön. Oh, um Gottes Willen, Alter. Man denkt hier echt einen Ticken öfter noch dran, sich hochzuheilen. Weil es auch wirklich, wirklich nötig ist. So, ich könnte mal Sphären einschmeißen, theoretisch. Auch wenn es ein bisschen weh tut. Wir machen es einfach trotzdem mal, ja? Alter, man muss echt auf so Kisten achten. Diese Kisten sind einfach alles, Junge. Die sind alles. Digga, was ist hier alles? Was zur Hölle ist hier alles drin? Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Ach du meine... Was war das gerade? Waren da Bienen? Das ist nicht cool. Weg mit euch. Da waren einfach nur Bienen drin. Da war nicht mal Honig so. Einfach nur Bienen. Okay, cool. Ist da drüben eine Truhe? Weiß gar nicht genau. Oder sind da nochmal Kisten? Oh, das ist zu krass. Dieser Loot ist zu krass. Aber die Truhen lohnen sich mit Abstand am meisten gefühlt. Das ist zu heftig. Haben wir noch das hier? Dann können wir den Krog auch schnell mitnehmen, auch wenn es überhaupt nichts bringt. Es wäre echt ganz nice, wenn die auch wie in der TOTK-Randomizer einfach Items droppen würden. Aber nee, müssen weiter nur die Krogs haben. Und ich glaube, die dürften mir gar nichts bringen, weil ich habe, wie gesagt, halt schon alle Waffenslots freigeschaltet von vornherein. Egal. Komm, weil die einfach so freundlich sind, nehme ich dich trotzdem mit. Einfach aus Nächstenliebe und so, ihr wisst Bescheid. Da ist wieder was gespawnt. Nein, das... Warum, Alter? Warum jetzt? Nein! Ich will nicht... Nein! Das ist nicht dein Ernst, Digga. Warum hat er einen Königsfeinde? Warum muss er einen Königsfeinde haben? Wirklich. Danke für den Loot auf jeden Fall, Bro. Danke, danke, danke. Irgendwas hat ihm wehgetan. Bro, what the fuck, Alter? Der Leune ist runtergefallen. Was ein Skill-Issue. Aber er wird sich porten, ne? Digga, warum ist da ein roter Leune? Was ist ein roter Leune? Warum ist da ein roter Leune? Bro, was geht da über mir ab, bitte? Will ich den mitnehmen? Ja, komm, schadet nicht. Der schadet definitiv nicht. Vor allem, der kann mir aktuell keinen Schaden machen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Und dahin noch Sonanium-Hose. Die ist auch super stark, Bro. Wir haben so gute Waffen und so guten Loot einfach. Ein Huni, sehr schön, danke. Was geht hier über mir ab, bitte? Bro, was ist ein roter Leune? Was ist das? Was ist das für ein Monster? Der kann Feuer spucken? Er kann Feuer spucken scheinbar, okay. Bro, was bist du für ein Monster? Warum bin ich so schlecht? Imagine einfach, ich besiege den. Bro, der hält viel zu viel aus. Ich werde den niemals besiegen können. Im Leben nicht, Alter. Das ist way too much, wirklich. Ich hätte doch bessere Waffen, theoretisch. Oh, dieser Flurry Rush wurde echt so krass genervt. Das tut richtig weh. Was ist das Fuse-technisch stärkste, was ich habe? Das hier. Das habe ich, ein 46er Schwert. Komm, das ist eigentlich ganz gut. Das hat, wie gesagt, Notfallstärkung. Und das ist doch eigentlich ganz angenehm, Bro. Ich kann nicht gegen ihn kämpfen, wirklich. Danke, Krox. Aber es ist halt eigentlich gar nicht mehr so schlecht, was ich für Schaden mache, ne? Muss mal ganz ehrlich sagen. Der Schaden ist nicht so bad. Aber, Bro, ich schaff das nicht. Ich schaff das niemals, Alter. Und halt nur 2-mal Flurry Rush tut so weh. Warum macht er schon wieder Feuer? Er macht ein bisschen zu oft Feuer, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, sehr schön. Aber ich hab ihn halt echt, ich komme eigentlich ganz gut voran, muss ich sagen, ne? Ich komme halt echt ganz gut voran eigentlich. Fuck. Tschüss, Schild. Oh Gott, es war klar. Ich treffe einfach keinen Headshot. Sehr schön, let's go. Jetzt mit der Gloom-Waffe rein. Ich glaube, es funktioniert nicht so gut. Kann das sein? Ich muss abspringen vor, ich muss vorher abspringen. Sehr schön. Aber doch, hat funktioniert tatsächlich. Aber ich sag ehrlich, wenn ich Halbzeit schaffen würde, wäre schon krass. Ich meine, ich könnte ihn auch besiegen, so ist nicht. Natürlich kann ich ihn besiegen, aber es ist halt unglaublich schwer. Oh Gott, ich komme mit den neuen Kombos noch nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Aber es geht voran. Es geht halt unironisch voran, muss man sagen. Bro, was ist hier los? Was mache ich hier? Sehr schön.
Das ist Dark Army. Willkommen zu Dark Army. Das ist die absolute Hölle. Das ist der absolute Kaizo-Hardcore-Modus für TOTK. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist mein letzter Schild. Mein letzter Schild jetzt. Oh, Bro, mach doch nicht andere und diese gleiche Attacke. Ich hoffe, da kommt nicht auf mich zu. Sehr schön. Nein, Stress, 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 Stress. Nicht ihr, nicht ihr, bitte. Ich stress mich an Realtalk am meisten. Es wäre zu krass, wenn ich ihn besiegen würde. Übrigens, Waffen haben deutlich höhere Haltbarkeit, falls es noch nicht aufgefallen ist. Warte mal, liegt da oben noch einer? Liegt da oben noch? Och, nein, nein. Sehr schön. Ich muss immer von der letzten zur ersten Waffe wechseln, das ist so dumm, ne? Er hat dann auch noch ein Gloomspear, ne? Das macht's halt noch heftiger irgendwie. Warum hat er abgebremst? Das ist halt nicht das Areal, was für ihn gemacht ist, das muss man ganz klar sagen, ne? Scheiße, er ist so schnell, er ist so schnell. Alter, ich habe langsam das Gefühl, ich schaffe das wirklich, ne? Es wäre halt nur richtig bitter, wenn jetzt noch irgendwie so ein anderer großer Gegner dazukommt, der mir jetzt einfach die Show vermiest, quasi. Aber es sieht halt echt gut aus. Die Crocs leben auch über... Nein, ich habe kein Schild mehr. Fuck, das könnte mein Ende sein. Ach, Digga, scheiße. Unnötig ein Schild verschenkt einfach. Ah, das war mega just. Das war mega dumm einfach, wirklich. Sehr schön. Bro, es läuft halt erstaunlich gut, muss ich sagen. Junge, imagine, ich besiege auf der Himmelsinsel, ohne Parasegel, ohne Schild vor allem auch noch, einen Leun. Einen fucking weißen Stahlleun. Ich glaube, einen schwarzen Stahlleun ist es sogar, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich bin aber auch gut gerade. Also, WTF, was ist denn hier los? Zack, 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 zack. Sehr schön, wunderbar. Nicht übermütig werden, aber es schaut gerade nicht so schlecht aus, muss man fairerweise sagen. Zack, zack, zack. Fuck, Alter. Das war knapp, unnötig knapp, um ehrlich zu sein. So, zack, 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 zack. Bro, es ist so knapp. Es ist so knapp einfach. Komm schon, bitte. Ich darf das nicht verkacken. Was, wo willst du hin, Bro? Wo willst du hin? Ich bin hier vorne. Mach jetzt keine Faxen, mach jetzt keine Faxen, mach jetzt keine Faxen, mach jetzt keine Faxen. Hab ich ihn? Komm, 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 komm. Junge, was? Ist das krass? Ohne Gegentreffer? Okay, er hat keinen Gegner hinterlassen. Digga, was? Oh mein Gott, das ist der Adlerbogen. Das ist so Real Talk einer der besten Bögen im Spiel. Oh, um Gottes Willen, Alter, was ist denn hier los? Okay, er hat leider kein Schild gedroppt. Das ist natürlich schade. Aber den Gloomspear, den nehme ich mit. Er hat leider nur ein Horn gedroppt. Ach, das ist ärgerlich. Ich meine, Gegner haben, glaube ich, auch, wie gesagt, nur eine 20% Chance, ihr Horn zu droppen. Demnach hatte ich sogar Glück. Ist halt gut, ne? Ist halt schon gut, muss man sagen. So, also, puh, okay. Wenn das mal kein geiler Titel plus Thumbnail ist, ne? Alter, ist das heftig gewesen. Ventilator müsste doch hier sein irgendwo, ne? Ja, hier ist noch ein Ventilator, sehr schön. Ich liebe diese Mod einfach jetzt schon. Wie geil ist das bitte? Die Grubenhöhle müsste es sein, richtig? Kochen kann ich ja auch, ne? Aber eigentlich lohnt sich das gerade überhaupt nicht. So ganz und gar nicht. Lass es erstmal. Ach, scheiße, ich bräuchte da natürlich... Ich Vollidiot, jetzt fällt mir gerade auch auf. Ja, Kälteschutz wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Digga, lost. Gut, das machen wir nochmal schnell hier. Okay, das ist auch sehr interessant auf jeden Fall. Hä? Okay, das ist auch sehr interessant. Alter, will ich euch gegeneinander kämpfen lassen? Komm, das wäre doch ganz wild eigentlich. Komm, töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn, komm, töte ihn. Ja, sehr gut. Dankeschön. Jetzt du auch noch weg, auf. Wunderbar. Und er hat keinen hinterlassen, sehe ich das richtig? Er hat nichts hinterlassen? Wunderbar. Nur einen Schlüssel. Los, tötet ihn, macht ihn fertig. Sehr gut. Vollidiot. Ey, Junge, geil. Das war eine schöne Win-Win-Situation. Ja, das ist doch sehr schön. Teamwork. Ja, es war irgendwie Teamwork. Wir waren beide auf meiner Seite irgendwie. Habe ich ein Dings? Habe ich eine Dornblume? Ich meine, die Dings würden sich schon lohnen, ne? Sehr schön. Die ganzen Flügel lohnen sich dann doch schon. Die Augen. Lecker, lecker. Ich habe gerade einen Chesky. Ja, komm, nutzen wir den einfach mal. Ja, das ist gut. Wenn ich jetzt schon wieder zwei Waffen und eine Dings bekomme und eine Hose, dann stimmt hier irgendwas nicht, Alter. Dann stimmt hier irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Jetzt mal ganz im Ernst, was ist hier denn los? Ich muss das echt nochmal überprüfen. Es kann sein, dass hier wirklich irgendwas nicht ganz richtig läuft, aber ich finde es schon seltsam. Ich kann mich ja nicht aufmachen. Mann, drei Truhen, die ich einfach nicht aufmachen kann. Ah, es tut so weh. Ey, die Mod catcht mich richtig, wirklich. Gegen dich kämpfe ich nicht nochmal, Atze, ja? Tschüss. Ich schwöre, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre es einfach Karma gewesen. So, ich hoffe mal, der Atze hier vorne... So, dass den Schild sieht. Ich hoffe, der Atze hier vorne hat ein Dings für mich, einen Schlüssel. Ach, komm, Digga. Damit haben wir das dritte Light of Blessing, also das dritte Segenslicht. Und damit können wir uns theoretisch schon ein neues Herz holen. Ja. Das ist eigentlich ganz geil. Ich meine, wir müssen jetzt sowieso zum Tempel der Zeit. Wir können aber trotzdem nicht die Tür aufmachen, ja? Die Tür wurde so programmiert, das weiß ich schon, dass sie sich erst öffnen lässt, wenn wir den vierten Schrein gemacht haben. Unabhängig davon, wie viele Herzen wir haben. Deswegen könnten wir maybe sogar schon Ausdauer holen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das müssen wir nochmal schauen. Auf jeden Fall würde ich noch ganz gerne mindestens mal eine Truhe öffnen. Weil hier ist noch eine Truhe, die kann ich nicht mitnehmen, weil mir fehlt ein Schlüssel. Aber wir überfallen den mit... Ich habe halt echt nichts Gutes eigentlich, ne? Scheiße. Ja, hat wenigstens funktioniert. Komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich vergesse es immer wieder. Ich vergesse es immer wieder einfach. Es ist wirklich schlimm. Es ist echt so ein krasser Twist, wenn einfach Gegner als neue Gegner respawnen. Man vergisst das so oft. Aber ja, ihr seid nicht ohne. Ihr seid nicht ohne. Ich habe schon begriffen. Ja, Digga, das war unfair. Das war unfair wie Sau. Also sorry, aber was war das bitte? Digga, halt dein Maul. Nein. Halt dein Maul. Was ist denn hier los, Alter? Das hat gerade so weh getan. Einfach zwei. Es reicht. Junge, ich hasse sie so sehr. Wie kann man Gegner so sehr hassen? Wie ich Choo-Choo-Jellies. Und sie haben keinen Schlüssel gedroppt. Oh mein Gott, was war das für eine Verschwendung. Aber ich, die Choo-Choo-Jellies und die Flederbeißer sind einfach mein Ende. Vor allem das Ding ist, ich kann ja nicht mal mit der Lanze aus Distanz angreifen. Link schlägt ja so inzwischen. Das macht's halt irgendwie nervig.
Ja, okay. Oh, wow, 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 wow. Das ist gut. Das ist gut tatsächlich. Hallo, danke. Ach, scheiße, Digga. Was ist da hinten? Nein, oh mein Gott, was? Bro, es reicht doch irgendwann auch. Ah, ich bin schon weg. Ist in Ordnung. Wir fliegen einfach weg. Es geht gut. Ich bin ein bisschen erstaunt darüber, aber es hat funktioniert. Wir haben die Himmelsinsel tatsächlich fast überstanden. Wir haben wieder einen wichtigen Checkpoint erreicht, würde ich sagen. Dann hätte ich bitte einmal ganz gern die Zeitumkehr. Komm schon. So, dann versuchen wir ganz kurz auf erbärmliche Art und Weise die Tür zu öffnen, was natürlich nicht funktioniert. Ah, Link, du bist zu schwach. Das ist nur die Frage. Kann ich mir jetzt hier schon einen Container abholen? Oder geht das einfach aus Prinzip noch nicht? Ja, doch, es geht. Es geht tatsächlich. Aber ich kann nur einen Herzcontainer holen. Das ist ein bisschen schade. Okay, dann holen wir uns gerne den zweiten Herzcontainer schon ab. Wie gesagt, wir brauchen nur 3 Segenslichter jedes Mal. Aber wir können trotzdem auch mit 2 Herzen noch nicht die Tür aufmachen. Also an sich schon, aber wir müssen erst den anderen Schrein abgeschlossen haben. So, wie gesagt, das ist jetzt gecodet, umgecodet worden, dass man die Tür erst öffnen kann, wenn man den letzten Schrein gemacht hat. Das ist doch schon mal ein Upgrade auf jeden Fall. So, wir traveln und es kostet uns 10 Sonau-Energiesphären. Aber das zahlen wir natürlich gerne, nicht wahr? Ich finde das immer noch so cool. Ey, ich feiere das bis heute so sehr. Ich habe es damals schon so cool gefunden und finde es immer noch extrem cool, dass man einfach hier den Geheimgang gehen muss. Natio-Yaha-Schrein, auf geht's. Wunderbar. Den Schrein auch noch schnell abgeschlossen. Light of Blessing. Jetzt könnten wir natürlich auch. Oh nein, ist was gespawnt. Was ist hier gespawnt? Nein, nein, nein. Alles gut, Bro. Alles gut. Hey. Hey. Hey, ruhig, Brauner. Ruhig. Alles gut. Alter, kann sein, dass ich hier ganz schön steil fliegen muss. Ich fliege schon so steil wie möglich, ja? Aber das ist ja trotzdem unnormal. Hoch. Ich meine, zum Glück habe ich schon 2 Gleiterteile. Ich kann wenigstens im Wasser landen hier vorne. Aber was ist das denn für eine Scheiße? Wir machen es einfach so. Fuck it. Guckt euch meine Air Control an. Es ist zu wild einfach. Zu geil. Bald gibt's Parasegel. Yippie! Jetzt müssten wir die Tür einfach aufmachen können. Sehe ich das richtig? Ja. Link ist zwar tot offiziell, aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Passt schon. Bro, jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Ja, alles klar, Digga. Okay, alles klar. Okay, okay, ist in Ordnung. Ich habe verstanden. Was ist denn jetzt los auf einmal? Was war das denn bitte gerade? Tschüss, ich bin weg. Schaffe ich es mit dem Gleiterset hier drüben zu landen in dem Teich? Ich weiß gar nicht, ob es nötig ist, ehrlich gesagt. Was war da bitte gerade los? Was war das denn bitte? Was fällt hier? Ist das Leune? Ah, der Leune. Hallo, Leune. Okay, passt schon. Königreich Hyrule. Hallo. Da sind wir also. Ich bin gefühlt noch nie in diesem Teich hier gelandet. Der ist irgendwie echt an. Ach du Scheiße. Du meine Güte. Ja, stirb. Dankeschön. Und drop mir einen Schlüssel. Komm, drop mir einen Schlüssel. Hab auf jeden Fall irgendwas gedroppt. Ah, das war's auch wieder. Wow. Mein Gott, hätte ich Bock auf einen Schlüssel, ne? Nein. Bro, ich habe eine Sekunde nicht aufgenommen, da kommt das. Bro, nein. Aber jetzt gerade wird es zum Vorteil, dass wir schneller sind. Oh mein Gott, sind wir schnell genug? Wie viele sind das? Wollen wir zählen? Wir zählen kurz, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Es sind über 10. Haben sie was gedroppt? Sie haben Finsterklumpen gedroppt. Das ist sehr korrekt, dankeschön. Oh, um Gottes Willen, Alter. Oh, Digga, nicht da. Warum schon wieder? Warum, Alter? Einfach keine Waffen benutzen. Keine Waffen benutzen. Ich benutze gar nichts. Ich laufe einfach ganz, ganz friedlich in die Höhle. Oh, ich würde so gerne kämpfen. Ich würde so gerne kämpfen. Ich darf nicht. Ah, ich darf nicht. Wir nehmen nur ganz flink natürlich hier drüben den Romy mit. Den Mayoi mache ich natürlich. Sorry. Es ist generell noch die Frage, ob ich überhaupt die ganzen Teile brauchen werde. Was? Oh mein Gott, nein. Wie häufig gibt's sie jetzt? Es sind mir ein bisschen zu viele Hände, wenn ich ehrlich bin. Danke für den Loot. Zu faul zum Treppenlaufen, Digga. Ja, irgendwie schon. Aber ich finde es geil, dass sie jetzt auch häufiger auftauchen. Ich habe mich ein bisschen halt an die normalen Spawns gewöhnt, ne? Verziehen sie es? Verziehen sich, alles klar. Dankeschön. Ach, zu Tode gebrannt, geil. Du auch? Komm. Ist das ein Feuer-Exalkus? Oh mein Gott, scheiße. Fuck, fuck. Nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Scheiße, scheiße. Ich habe kein Schild mehr. Doch, ich habe noch ein Schild. Aber es ist ein Holzschild. Aua, ganz große Schmerzen. Nein, mich lachte Leune an. Ich kann das alles nicht mehr, wirklich. Ich halte das alles nicht mehr aus. Komm, möchte ich jetzt vielleicht noch irgendwie Leune vor mir spawnen? Oder wie erstmal wieder mit dem Griok? Den habe ich lange nicht gesehen, ne? Die Fläche ist hier gerade so schön frei. Es wird sich eigentlich so gut anbieten, nicht? Warum spawnt ihr hier vorne eigentlich immer zu zweit? Was ist los mit euch? Wir haben einfach keine Knockback mehr gefühlt. Alter, der hält ja auch viel zu viel aus. Wir machen mal sowas, würde ich sagen. Keine Ahnung. Oder auch nicht, ist in Ordnung. Gut, ist halb so schlimm, ich hatte eh keine Schlüssel. Was sind schon 300 Rubine? Wir brauchen, oh, lol, das haben wir auch noch nicht gesehen bisher. Da haben wir jetzt erstmal die Resurrection gesehen, würde ich sagen. Einfach ein Bockpin, wieder auferstanden. Ach du Scheiße, hält er viel aus. Sonst wird er einfach sterben. Dankeschön. Aber das Tageslicht macht ihm auch einfach gar nichts aus, das juckt ihn einfach nicht. Wow, es ist so bitter, wirklich. Hier wird einem nichts gegönnt in diesem Modus. So, droppst du was? Er droppt nichts, kann das sein? Nein, dann droppt er nicht mal was, das ist so bitter. Kämpfen lohnt sich gefühlt gar nicht einfach. Egal, ich freue mich schon aufs Parasegel. Wirklich, das wird eine große Bereicherung. Okay, uiuiui. Nee, danke. Wir sortieren nach Fuse-Stärke. Nach Fuse-Stärke und klatschen hier ein. Nein! Oh mein Gott, Alter. Was? Obsidian? Was? Was? Wo ist der scheiß Obsidian-Gigama? Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wirklich nein. Nein, 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 nein. Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair, Digga. Ja, okay. Da noch ein Leune. Wo ist eigentlich der Schrein? Ach, der Schrein ist da vorne. Ich bin komplett falsch gelaufen. Cool. Wir nehmen einfach ganz gediegen den Schrein hier vorne mit. Komm. So, wie gesagt, wir müssen eh eine ganze Menge Schreine mitnehmen, wenn wir das Masterschwert wollen. Und generell einfach ein paar Herzen, damit wir nicht andauernd gewonnen werden. Vielleicht auch so. So, schon wieder 2 von 3 Segenslichtern. Heißt, wir brauchen nur noch einen weiteren Schrein. Dann kriegen wir das nächste Herz. Und ich gehe echt mal wirklich Ausdauer. Aber wirklich ausschließlich auf Herzen. Das ist gerade wirklich wichtiger. Und wir nehmen uns ein Pferd hier vorne, würde ich sagen. Als ob, Digga, wenn ich jetzt das Pferd getötet hätte, ne? Wäre ja aber auch Feierabend gewesen, ganz im Ernst. Sehr schön. Pferd, bitte, wir müssen laufen, wir müssen echt laufen, wir müssen laufen. Oh mein Gott. Oh Gott.
Jetzt nur die Frage. Ich kann nicht theoretisch platt reiten. Ich habe vielleicht noch nicht genug Kontrolle über das Pferd. Oh, ich habe nichts gesagt. Gar nichts gesagt. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Pferd, bitte nicht Sterbi. Ha! Lass mich in Ruhe, Alter. Ich hasse diese Flederbeißer wirklich so sehr. Wie kann man so anstrengend auf der Welt sein wie Flederbeißer? Ich hasse sie einfach. Sehr schön. Bitte drop. Ja, Chesky. Ich habe wieder einen Schlüssel. Ah, ist doch schön. Wo ist mein Pferd? Scheiße, ich glaube, mein Pferd hat keinen Bock mehr auf mich. Verstehe gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Die eine Minute, die wir unser Pferd hatten, mochte ich es eigentlich echt gerne. Das ist wirklich blöd gelaufen. Gyptus? Digga, es sind Gyptus. Das ist sicher keine gute Idee, was ich jetzt mache, aber ich mach's trotzdem. Pass auf. Wie viel hält der aus? Was? Boah, was ist das für eine Rüstung? Scheiße, Alter. Er hat die Rüstung. Jetzt mal ohne Scheiße. Was ist das? Ja, okay, wir machen kurz eine Feuerfrucht auf den Arzt hier vorne. Weil ich würde ganz gerne die Gypto wenigstens mitnehmen. Ist ja schon, der ist direkt verbrannt. Ja, okay, er hat einen Gypto-Knochen gedroppt. Ich glaube wirklich, die einzige Methode, wie wir ihn besiegen können, ist halt Real Talk hiermit. Oder komm, was ist denn die beste Lanze, die wir haben? Wir sortieren mal wieder nach Waffenstärke. Die beste Lanze, die wir aktuell haben, ja, die möchte ich nicht benutzen dafür. Bruder, wieso hält der so viel aus? Was ist da los mit dem? Okay, alles hat funktioniert. Das hat sich nicht so gelohnt wahrscheinlich, ne? Ja, perfekt, respawnt direkt. Aber ich habe einen geilen Bogen gekriegt, das ist schön. Er hält zu viel aus, die halten alle viel zu viel aus. Es tut so weh. Komm, können wir wenigstens mit hier. Oh, er hat einen Chesky gedroppt, sehr schön. Das ist nicht ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Sag ich euch ganz ehrlich, ja? 3 Eyeshots. Ah, nein. Nicht gut. Ich hasse es, wenn das Gras drumherum anbrennt. Das macht so nervig. Auch der hat einen Chesky gedroppt. Bro, jetzt habe ich aber gerade richtig Glück. Wie viele Cheskys habe ich gerade? 3. Oh, Junge, das ist gut. Oh mein Gott, was zur Hölle? Nicht gut. Haben die mich gesehen oder nicht? Sie haben mich irgendwie gesehen, aber irgendwie auch nicht, ne? Die friedliche Musik, während der Leute da hinten am Kämpfen ist. Oh mein Gott, Bruder, was ist das hier? Ach, das ist, glaube ich, noch chaotischer als die Randomizer. Scheiße, irgendwas greift mich an. Und ich will gar nicht, dass es mich angreift. Das macht, die machen die einfach Krieg da hinten. Junge, was geht denn bei denen ab? Die sind gar nicht mal so schlecht. Meint, er ist tot. Wo ist der Exalfos? Da unten ist ein Feuer-Exalfos. Ah, das haben sie gefixt seit BOTW. Im BOTW hat er noch dieses Feuerwasser gespuckt. Wir gehen jetzt einfach ganz gediegen hier oben zu Pura und machen uns dann auf den Weg, das Parasegel zu holen. Was wird uns jetzt Lustiges auf diesem Platz passieren? Bringt es eigentlich irgendwas, Birk da zu helfen? Ist auch wieder so eine Frage, ne? Wir könnten es versuchen, aber ich glaube, es wird sich nicht lohnen. Wir machen es trotzdem, komm. Gibt es nur irgendwas Besonderes oder den ganz normalen Loot? Ich glaube, den ganz normalen Loot, richtig? Ah, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Etage Reisbällchen, nice, Alter. Und ein Übernachtungsticket. Das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt, weil ich, wie gesagt, Ställe werden wichtiger, weil wir in Schrein nicht mehr hochgeheilt werden. Haha. Egal, komm. Wirklich, wirklich nein. Einfach den Schrein mitnehmen, okay? Combat Training. Wunderbar. Der ist echt geschenkt, der Schrein. Und jetzt habe ich ja Chesskeys. Das heißt, ich dürfte die Truhen aufmachen können. Und wieder komplett overpowered. Oder einfach mal verzweifacht. Und es ist sowieso schon ein ultra krasses Schwert. Nehme ich mit. Danke. Ja, okay, die ist relativ wertlos. Aber warum kriege ich immer Hosen? Das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Die Truhen lohnen sich wirklich richtig, richtig krass. Und das Ding ist, ich könnte natürlich noch Truhen in Schreien nachholen, aber da müsste ich mich halt porten. Das kostet, wie ihr wisst. Ah, hier ist auch eine Truhe. Let's go. Da habe ich aber sehr Glück gehabt gerade. Okay, ein Waldschwert. Das ist gut auf jeden Fall. Und ein, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ehrlich gesagt, auf Deutsch. Ihr wisst schon, Schwert. Ein Jägerschwert, genau. Da kommt das hier weg, würde ich sagen. Schon wieder eine Hose. Na, Bro, da ist irgendwas komisch, sage ich ganz ehrlich. Och nee, Digga. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Ich wollte auf dich angreifen, Bro. Ich wollte gar nichts machen. Jetzt heißt es wieder fliehen. Ja, toll. Ich bin tot. Ich kann höchstens, wenn ich weiter schwimme, irgendwie Glück haben, dass er mich nicht trifft. Aber ich halte es für nicht gerade wahrscheinlich. Oh, Bro, bitte. Verschone mich einfach. Verschone mich einfach. Ich kann nichts machen. Ich muss jetzt irgendwie echt Glück haben, dass er mich einfach nicht trifft. Er hat jetzt schon aufgehört. Das ging in Ordnung. Digga, ich hab. Also, es geht doch besser als gedacht. Dafür, dass hier an jeder Ecke Leuen auf einen lauern, finde ich das echt in Ordnung. Ja, da sind die Miasma-Hände. Hallo. Ich glaube aber, die spawnen hier auch, ne? Das sind mir ein bisschen zu viele Hände. Ich muss echt lieber warten. Verschwinden schon? Ihr habt doch schnell aufgegeben, die alten Kämpfer. Ja, 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 ja. Oh, danke für die Kiste. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Ja, es heilt sich auch von alleine. Sehr schön. Okay, ich habe wieder 2 Feen. Ich weiß gar nicht, wo ich die erste her habe, aber ich habe wieder 2 Feen. Das finde ich doch ganz gut. Jetzt ist wahrscheinlich im Heiler-Shield-Ding wieder eine Hose, wenn ich es richtig sehe. Wir haben noch einen Schlüssel und den nutzen wir natürlich auch. Aber erst. Oh, das ist so krass. Das ist so overpowered einfach. Zack. So, was haben wir hier? Eine Krocklanze, genau. Ich krieg die Namen gerade nicht hin, Alter. Weg damit. Gerudo 2 Hände mit mehr Haltbarkeit. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Machen wir mal dafür den Zauberstab weg. Genau. Und eine Hose. Bro, das stimmt hier nicht. Mann, das kann doch nicht sein. So, nochmal ein paar Fische natürlich, ganz entspannt. Es wäre ja schön, wenn es einfach ein ganz normaler Weg wäre, wenn man einfach nur laufen müsste, aber nee, das ist ja alles eine Herausforderung. Wenn ich Pech habe, sterbe ich einfach dabei. Zum Beispiel hier. Digga, scheiß drauf, okay. Ich habe mich gerade umentschieden. Wir porten uns, los geht's. So, ja, da ist ein Shop. Ich weiß doch schon, Pura. Als ob der Text so lang geht. Ich habe es voll vergessen, dass der Text so lang jedes Mal geht. Hallo, Scorpius. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Was will ich hier eigentlich? Habe ich nicht schon wieder 3? Ich habe schon wieder 3 Sechslichter. Let's go. Das heißt, wir können uns schon das nächste Herz holen. Ich würde sagen, wir gehen echt nochmal am Anfang auf Herzen. Gerade weil wir jetzt gerade erstmal 3 Herzen haben, Junge. Das ist so schlimm. Digga, ist einfach ein fucking Exalfos im Spähposten drin. Ja, nicht so ganz irgendwie.
irgendwie. Das ist so wild. Ich hätte noch ganz gerne die Königswaffen von hier vorne. Oder zumindest die Königswaffe. Das Königsschwert einmal bitte. Das ist sehr korrekt von ihm auf jeden Fall. Jetzt noch das Parasegel abholen von Pura. Das Parasegel. Sehr schön. Dann aktivieren wir damit mal den ersten Turm. Den ersten von 15, soweit ich weiß. Eventuell gehen wir schon mal zur ersten Statue tatsächlich. Zur ersten Magierstatue. Weil mich mal interessieren würde, was man da kriegt. Ob man immer noch das gleiche bekommt wie sonst auch. So, als erstes, schaffe ich sie mit ins Schloss? Mit dem Gleiterset? Das müsste eigentlich funktionieren, oder? Ich meine, ich habe nur ein Ausdauerrad, ja. Aber come on, ich kann echt nice gleiten. Ist ja die Frage, ob es was bringt, auf dem Schloss zu sein. Aber wir können es ja mal versuchen. Weil, warum nicht, ne? Es wird knapp, auf jeden Fall. Ja, wir schaffen das. Locker, Alter. Da sind wir schon mal auf dem Schloss gelandet. Ohne weitere Ausdauer. Ab in den Thronsaal. Ich würde mir gerne das Reckengewand holen, aber es ist wahrscheinlich nicht da. Und zum anderen habe ich keinen Schlüssel mehr. Also ich muss erstmal wieder ein paar Gegner besiegen. Wir haben sie doch gerade eben erst gesehen. Ich meine, ja, es sind schon wieder, was sind das, Gamma-Konstrukte? Ich könnte kotzen, Alter. Das sind jetzt schon wieder Gamma-Konstrukte. Ich will gegen euch noch nicht kämpfen. Ihr seid mir zu stark eigentlich. Ach ja, aber jetzt kann ich ja üben. Stimmt ja. Passt mal auf. Ja, so funktioniert es. Aber muss vorher das Parasegel ziehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe jetzt so viele Pfeile wirklich, ne? Oh, fuck. Droppt dein Chess-Key? Er hat keinen Chess-Key gedroppt. Alles klar. Dann hoffe ich tatsächlich, dass uns gleich einfach irgendwo ein Gegner begegnet. Davon ist Bockblind. Den nehme ich sehr gerne mit. Das ist nur ein blauer. Und der ist nicht gepanzert. Vielleicht hat der ja für uns einen Schlüssel. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, bitte. What? Nein. Bruder, nein. Das ist so dumm einfach. Ach, halt doch einfach dein Maul. Ja, ist in Ordnung. Und dann kämpfen wir jetzt anscheinend hier oben auf diesen 2 Quadratmeter gegen den neuen. Das ist okay. Warum hat denn Gerudo-Messer, Alter? Bogen im Nahkampf. Das ist so ein Assi, ne? Oh, will ich jetzt gegen dich? WTF? Nein. Ich ah, man hat halt einen echt netten Bogen, ne? Aber kommt überhaupt nicht die Musik. Es kommt immer noch die Schloss Hyrule-Musik aus irgendeinem Grund. Halt dein Maul. Was ist das denn bitte gerade gewesen? Auch stark. Stark auf jeden Fall. Das war schon sexy, oder? Er knockt mich einfach hoch und ich lande auf seinem Rücken. Ich schaff's halt wirklich, ne? Ich schaff's halt wirklich. Ich bin immer wieder beeindruckt davor. Das ist das Beste, was ich hab. Ich glaube echt dieser Bumerang, ne? Ich glaube echt dieser Säbel-Bumerang ist das Krasseste, was ich hab. Vollidiot. Man könnte fast meinen, er ist nicht hierfür gemacht, ne? Dass er nicht für dieses Stage hier gemacht ist, aber es ist okay, das ist okay. Ich bin hierfür gemacht. Haha. Die Epicness geht so verloren dadurch, dass die Musik fehlt, ne? Das tut richtig weh, wirklich. Oh, scheiße. Ach, Digga, das ist so bitter. Ich sehe halt auch immer nicht, was er für eine Attacke macht als nächstes. Das macht es halt noch ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Sehr schön, okay. Habe ich ihn? Ich dürfte ihn haben, oder? Nee, nicht ganz. Es sind ja nur 2 Attacken. Okay. Sehr schön, okay. Oh mein Gott, Guys. Also ja, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben einen riesigen Stern. Den können wir einsetzen, wenn wir sterben. Oder wenn ein Blutmond kommt, dass wir unsere Items nicht verlieren. Der ist ziemlich mächtig. Das ist ein echt krasses Item. Das freut mich gerade viel, viel mehr als so ein scheiß Dingsschlüssel. Weil ja, ein Schlüssel ist cool und alles, aber das ist wirklich deutlich cooler. So, den Bogen hätte ich auch ganz gerne auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal. Wie gesagt, Truhe wird schwierig, weil wir immer noch keinen fucking Chess-Key haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht haben wir gleich nochmal Glück. Und einfach hoffen, dass uns bald eine ausgespuckt wird. Und bis dahin nehmen wir natürlich noch die ganzen anderen Waffen mit. Wie gesagt, die Haltbarkeit wurde für alle Waffen erhöht. Das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Den Schild nehme ich auch sehr gerne mit. Haben wir einen Gardebogen. Oh, sexy, Alter. Hier ist nochmal ein Garde-Zweihänder hier hinten. Genau. Sehr gut. Den Bogen können wir oben auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Ich meine, da brauchen wir keinen Schlüssel für. Der liegt ja einfach frei rum. Das müsste sich doch lohnen, oder? Auf! Pfeifert! Ein sogenannter Fünfkopf bin ich hier. Und sie haben sogar einen Schlüssel gedroppt. Ich sehe es mindestens einen Schlüssel. Sehr schön. Ah, aber er hat die Kiste aufgemacht. Das finde ich echt nett von ihm eigentlich. Was ist denn hier drin? What the fuck? Warum waren die Drachenteile drin? Und keine Ahnung alles. Okay, das war eine sehr krasse Truhe gerade. Jetzt ist die Frage, bräuchte ich hierfür einen Schlüssel? Weil ich kann ihn einfach kaputt machen. Nö, okay. Also ich habe es jetzt einfach mal umgangen. Vielleicht hätte ich auch einen Schlüssel dafür gebraucht, aber es hätte sich definitiv nicht gelohnt. Hier vielleicht? Sind in solchen Kisten immer... Digga, WTF, ist das nicht ein bisschen overpowered? Den Schrein nehmen wir natürlich auch noch schnell mit. Ich weiß nicht mehr, wo die Truhe hier ist, aber die möchte ich jetzt definitiv mitnehmen. Wenn wir schon mal die Möglichkeit dazu haben. Keine Ahnung, was ich hier tue, aber es funktioniert irgendwie. Denke ich, hoffe ich. Keine Ahnung. Hat funktioniert. Was haben wir hier? Ein riesigen Bumerang, okay. Ich glaube tatsächlich, der lohnt sich nicht. Ich mag diese großen Bumeränge nicht, die sind echt scheiße. Ich muss ihn anscheinend nehmen, okay? Das Game zwingt mich dazu. Ey, das ist wirklich Trash. Das ist wirklich großer, großer Trash. Okay? Und nochmal eine Hose. Bro, irgendwas stimmt hier nicht. Also, da muss ich nochmal drüber gehen. Aber die bleiben definitiv hier, die beiden Waffen. Die sind echt scheiße. Die Truhe war echt ein bisschen für den Arsch. Aber egal. Da haben wir schon den 7. Schrein gemacht, soweit ich weiß, heute. So, die Horrorblinden nehmen wir auch noch schnell mit, weil die könnten... Es sind viele. Ja, es sind viele. Komm, die haben die Chance, mal was Gescheites zu droppen jetzt. Auf geht's. Nein. Ja, okay, hat ein bisschen was gebracht. Hat ein bisschen was gebracht trotzdem. Egal. Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Ich dürfte keine Rubine gehabt haben. Ich wollte gerade noch zur Seite ausweichen. Aber ich sag euch ehrlich, das neue Kampfsystem ist nicht so einfach. Man merkt nicht, wie lange Link noch angreift. Meine 20 Rubine sind weg, aber ich hatte eh keine Schlüssel mehr. Also halb so wild. Bro, was ist hier los, Alter? Greifen die ja immer gleichzeitig an? Das ist ja ein bisschen abgefuckt, oder? Ich meine, das ist so gut, dass wir in Bullet Time gehen können. Das macht es echt ein bisschen leichter auf jeden Fall. Ah! Ah! Okay, 2 sind tot. Sehr schön. Das ist ein kranker Scheiß. Ich brauche was zum Fusen. Komm, irgendwas halbwegs Sinnvolles zum Fusen. Das geht so nicht weiter. Wie wär's mit Gipto-Knochen? Komm. Doch. Was machen die Gyptos? Wo kommt ihr auf einmal her? Wer hat euch schon wieder eingeladen? Und er respawnt als Gypto. Warum respawnt ihr alle als Gypto? Was ist das denn auf einmal? Ah, okay, wir machen so. Rein in die Masse. In eine Heiligenflasche. Huiuiui, das ist gar nicht mal so einfach.
Ich meine, der Loot lohnt sich ja auch. Muss auch so sehen, ne? Das lohnt sich ja schon irgendwo. Das war teuer gerade. Das hat viele, viele Ressourcen gekostet, wirklich. Und wie viele Schlüssel habe ich daraus gekriegt nochmal? Ach ja, 0. Aus irgendwie 10, 15 Gegnern. Cool. Scheiße. Da wollte ich mal elegant drüber. Egal, ich hatte wieder keinen Schlüssel. Ist okay, ich hatte wieder keinen Schlüssel und noch keine Rubine. Digga, die leben jetzt nicht alle wieder, oder? Ist das dein scheiß Ernst? Das tut so weh manchmal, ne? Ach, halt doch einfach dein Maul. Oh, das tut so... Geht doch. Resurrected natürlich wieder als was auch sonst. Als ein Gipto. Was macht er denn da bitte? Ich verstehe nur nicht, warum wir alle als Skiptus respawnen. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig, wenn ich ehrlich bin. Oh, er hat einen Chesky gedroppt. Ich bin gerade ganz froh darüber. Ohne große Umschweife, wir gehen direkt in den Thronsaal, ja, und versuchen uns irgendwas abzuholen. Es ist noch offen, sehr schön. Einfach den Chesky benutzen und wahrscheinlich wieder irgendwas ganz random bekommen und nicht das Reckengewand oder so ein Scheiß. Ja, natürlich nicht. Okay, meinetwegen. Und ich kann es auch nicht liegen lassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Komm, scheiße für die Sora-Lanze, Alter. Scheiße. Ja, komm, das ist auch hier, meinetwegen. Und die Dunkelhose. Ja, irgendwas ist hier. Was stimmt hier nicht ganz? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so läuft. Warum kriegen wir nur Hosen die ganze Zeit? Das ist doch nicht normal. Aber wir können noch eine Sache mitnehmen. Und ich meine, wir haben ja noch einen Schlüssel, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, wir haben noch einen Schlüssel. Damit können wir theoretisch nochmal ein bisschen weiter nach oben. Und zwar befinden sich hier oben ja auch noch ein paar Truhen, die man durchaus mitnehmen kann. Jetski wurde benutzt und wir kriegen wahrscheinlich nochmal eine Hose. Noch einen viel zu krassen Boomerang, Bro. Okay, stark, stark. Dafür wechseln wir aus. Jetzt langsam wird es schwierig, ne? Jetzt langsam habe ich echt gefühlt nur noch gute Waffen. Der ist stark. Das ist gefühlt einfach der Bergspalter. Den nehme ich sehr gerne an. Digga. Wieso habe ich aber zweimal nicht Hosen bekommen? Wie kann das sein? Werden wir eines Tages eventuell sogar einen Kopfschmuck bekommen? Einen Helm? Eine Mütze? Haltet ihr das für möglich? Okay, okay, okay. Damit können wir uns eigentlich auf den Weg machen. Das ist nur die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Da unser erstes Ziel logischerweise sein wird, den Windtempel zu machen. Ja, wie gesagt, wir machen alle Tempel. Gehen wir am besten hier rüber und von da aus so ein bisschen in Richtung Hebra. Den Turm sollten wir noch erreichen. So, wir schaffen es auf jeden Fall hier rüber. Damit haben wir schon mal die nervige Schlucht überquert. Das ist gut. Einfach mal ein Hinox. Das ist doch nett. Das ist euch mal vergleichsweise ziemlich nett. Ich will dich nur nicht im Weg haben. Ich will dich eigentlich gar nicht bekämpfen, aber ich will dich nicht im Weg haben, während ich gegen den Hinox kämpfe. Das stört mich, das stresst mich einfach ein bisschen. Dich möchte ich auch nicht im Weg haben, Alter. Nein, nein. Das ist, vor allem, es ist ein Gamma-Konstrukt, Bro. Es kann nicht dein Ernst sein. Es kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, Jetski. Aber kurz, weil... Wollte ich jetzt gegenseitig bekämpfen? Wie läuft das jetzt? Ich glaube, die bekämpfen sich gegenseitig, aber ich bin nicht 100% sicher. Also irgendwie, sie haben nicht so Interesse, aber eigentlich müssten die sich gegenseitig bekämpfen, weil es ja verschiedene Rassen sind und so. Er hat dem Hinox bisher noch keinen Schaden gemacht, auf jeden Fall. Das finde ich schade. Ja, es ist die Frage, ob wir das jetzt echt machen wollen, ne? Es wäre halt machbar, aber lohnt sich das? Möchte ich wirklich gegen die alle gleichzeitig kämpfen? Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht, ne? Danke. Ich schaff's halt irgendwie echt, ne? Selbst die Exalfors schaffen es die ganze Zeit auszuweichen. Ich tue euch auch so. Ist ja schon, der eine ist schon mal tot. Bitte respawn. Er respawn natürlich. Als Stahl-Exalfors ist ja ganz klar. Auch spuckst du Wasser, Alter. Du bist ein Feuer-Exalfors. Du solltest kein Wasser spucken. Und er respawnt auch, richtig? Nee, er respawnt nicht. Ja, zack. Weg mit dir. Und da spawnen schon wieder die nächsten Gegner. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Was läuft? Das frage ich mich auch gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. Das läuft irgendwie einigermaßen, aber irgendwie auch ganz und gar nicht. Ich meine, ich glaube, ich krieg den Hinox zuerst fertig. Den dürfte ich eigentlich zuerst. Was zur Hölle war das denn? Der hat mich so getötet, wenn er mich getroffen hätte. Aber was ist das denn für ein Chaos, bitte? So. Hinox fertig, sehr schön. Ich hasse euch so sehr. Ich hasse euch so sehr einfach. Diese scheiß Elektroschleime. Ah, verdammt, Mann. Hinox-Axt einfach. Wo hat der die denn bitte her? Ach, lol. Das eine Konstrukt hat wirklich einfach das Hinox-Teil selbst gefused. Der wäre unfair, Digga. Das hätte ich gerne selbst behalten. Aber ist in Ordnung. Fällt auseinander? Er fällt auseinander. Das finde ich schön. Damit kann ich das nächste Mal angreifen. Ey, geil, Junge. Alle kriegen das echt hin. Let's go. Yes. Hab ihn entfused. Kann man so nennen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hat funktioniert. Weiß auch nicht ganz genau wie, aber das ist wirklich reinstes Multitasking-Training. Also mehr ist es hier gefühlt nicht. Ich feiere das irgendwo auch. Oh, ein 64er-Schwert. Das ist eigentlich ganz okay. Das war so unnötig, das zu machen, aber egal. Wir müssen uns ein bisschen üben in schwierigen Herausforderungen. Und oh, hier ist auf einmal ein neuer Gegner. Und hey, und hier sind noch mehr Gegner. Und hey, hier sind noch mehr Gegner. Und die haben sich alle nochmal verdoppelt. Oder das ist so nervig, ne? Mein neuer Bogen ist weg. Scheiße. Oh, Chesky. Let's go, ein Chesky. Vier. Wir haben 4 Cheskys. No! Oh mein Gott, Alter, ich muss aufpassen. Ich darf jetzt wirklich nicht sterben. Ich würde die so gerne einlösen, alle. Wo habe ich 4 Cheskys auf einmal her? Was habe ich denn gemacht, bitte? Aber ich habe gerade ungefähr 18.000 Gegner besiegt. Das ergibt schon ein bisschen Sinn, aber ihr müsst auch noch dran glauben. Komm. Digga, das war stylisch. Oh, scheiße. Das macht's so frustrierend, ne? Diese scheiß Stahlgegner. Und ich sollte echt nicht so viele Desert-Fruits benutzen, weil ich habe nicht so viele von denen. Das ist ein bisschen schade. Oder ich farm die einfach weiter. Wir sind am ersten Stall angelangt. Terry, hast du was für mich? Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Terry kann mir auch Riesensterne verkaufen. Und stimmt, den kann ich auch benutzen übrigens, falls ich sterben sollte. So, was hast du für mich? Hast du... Ja, 5.000. Oh mein Gott, Alter. Chesskeys kann man hier sogar auch kaufen. Das ist interessant. Ja, aber nur so zur Info. Ich kann das also machen, ja? Ich mach's natürlich erstmal nicht. Dann nehme ich natürlich auch ganz schnell hier vorne den Brunnen mit. In der Hoffnung, dass hier auch eine Truhe ist. Oder mehrere Truhen. Ich habe wirklich zu krasse Waffen einfach. Es tut schon ein bisschen wenig, irgendwas zu benutzen gefühlt. Aber wofür ist das hier? Was mache ich hier? Habe ich das schon mal gesehen? Digga, ich kann mich nicht daran erinnern, hier jemals dieses Ding aufgemacht zu haben. Das ist cool. Aber oh, allerdings eine Fit-Karotte, die ist auch sehr schön. In der Truhe haben wir... Ah, scheiße, Trash leider. Dass ich nicht einfach wegschmeißen kann. Ich muss den erst... Ah, das ist so nervig. Ich muss den erst austauschen. Schon wieder ein großer Boomerang. Mann, ich will keinen großen Boomerang. Bleib mir weg damit. Und eine Hose.
Die Awakening-Hose. Ich kann halt gefühlt kaum noch krassere Waffen kriegen, ne? Ich bin echt schon ziemlich stark ausgerüstet. Okay, ich hasse den Schrein. So, machen wir das so. Das passt, oder? Ja, komm. Aufi. Die Kugel nach oben bringen, weil ich möchte die Truhe definitiv haben. Ach, das ist jetzt mal so ein Krampf, ne? Ich mach das jedes Mal so falsch hier einfach, aber egal, komm. Wir bringen das Ding einfach. Es ist doch gar nicht so schwer, oder? Stelle ich mich gerade ein bisschen blöd an, oder ist es eigentlich gar nicht so schwer? Ich muss noch das Ding gefühlt einfach nur nach oben tragen. So, ja, top. Und dann fange ich es einfach oben ab. Was habe ich denn damals falsch gemacht? Bitte hier rein. Dankeschön. Und jetzt die Truhe hier. Edel. Das ist ziemlich stark eigentlich. Den möchte ich mitnehmen. Komm, scheiß auf den Gerudo 200, oder? Ich meine, die haben ein cooles Feature, ja, aber... Hey, komm weg. Oh, Heldenschwert. Cool, Bro. Ich habe gefühlt bald alle legendären Waffen einfach aus dem Spiel. Und die Standardhose. Okay, ja, meinetwegen. Jetzt muss ich nur noch die kleine Kugel hochkriegen. Und die kleine Kugel kriege ich nach oben. Nehme ich das gleich nochmal machen im Prinzip. Ich habe eine kleine Vermutung, was passiert sein könnte. Und zwar glaube ich ein wenig, dass es daran liegt, dass ich die erste Truhe quasi geskippt habe und erst eine andere Truhe getriggert habe. Und die ja auch öffnen konnte ohne Probleme. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht durfte ich das eigentlich nicht machen. Das könnte sein. Ich weiß es nicht. Aber dann ist die Frage, wie man das umgehen kann. Und es könnte sein, dass das einen Bug ausgelöst hat. Ich weiß es nicht. Es wäre sehr ärgerlich, wenn das einen Bug ausgelöst hätte. Weil dann kann ich das, glaube ich, nicht rückgängig machen. Was mache ich dann? Schon wieder zwei Segenslichter. Bald einfach viertes Herz. Nice. Wir gehen einfach weiter zum Turm. Ganz entspannt. Wir können mal versuchen, unsere ersten Miasma-Hände zu besiegen. Ist wahrscheinlich ein bisschen lebensmüde. Vielleicht können wir echt unseren ersten Phantom-Ganon besiegen. Das wäre halt schon... Das ist schon krass auf jeden Fall. Ich muss Maronus kurz helfen, indem ich die Bäume besiege. Let's go. Komm, hier, weg mit dir. Ja, das war's dann auch schon wieder. Du hast ja Krocksamen, ja? Du hast ja Baby-Scheiße bei dir. So, mach mein Inventar größer. Kannst gar nicht größer machen. Was passiert jetzt? Ich habe das Gefühl, wird zu einem Bug führen. Also ich lasse jetzt meine Waffentasche vergrößern, die aber schon maximal groß ist. Okay, es funktioniert nicht. Alles klar, okay. Wir gehen einfach ganz gediegen weiter. Oh, hier ist ein Crocs sogar. Also, wir verzichten auf die Crocs, ja? Es hat nämlich gar keinen Sinn, die mitzunehmen. Welche Höhle ist das? Ach, das ist doch die Höhle. Ups. Weil jetzt nicht auch so eine gute Idee ist, nicht? Bro, es sind halt fucking 10.000 Millionen, Milliarden, Millionen Hände. Komm, fuck it. Wie viele sind das? Das ist so ein Krampf. Was tue ich mir an? War das eine gute Idee, das zu versuchen? Ich glaube nicht. Machen wir es trotzdem jetzt zu Ende? Ja, natürlich. Bro! Das ist dreckig. Ihr respawnt jetzt nicht. Nein, Bro, ich verballere meine ganzen Ressourcen, aber alles oder nichts. Jetzt ab dem Punkt einfach nur noch alles oder nichts. Ich kenne jetzt keinen Rückzug mehr. Digga, wie viele von denen spawnen denn nach? Wir haben es geschafft. Okay, mit dem letzten. Oh mein Gott, Alter. Mit der letzten Bombe. Aber was ist das denn für eine kranke Scheiße, bitte? Ich kann dir nur zwei Schläge austeilen, nicht? Ach ja. Sehr schön. Oh. Was tue ich mir denn an, Alter? Warum mache ich das denn auch? Es ist doch so unnötig. Es bringt mir gar nichts, gegen den zu kämpfen. Also außer halt eine Miasma-Waffe, aber die kann ich halt auch gefühlt überall kriegen. Ich meine, ich habe sogar schon eine. Nein. Das waren wirklich die stressigsten Miasma-Hände meines Lebens. Also gerade mit der Routine, die ich eigentlich schon haben müsste mittlerweile. Wir sortieren mal wieder kurz unsere Waffen. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt macht er echt zu wenig Schaden. Sehr schön. Go, Leon, go. Ich find's so geil, wie er mich anfeuert, ne? Aber der hält ja auch brutal viel aus. Als falls euch noch nicht aufgefallen ist, generell alle Gegner nehmen halt doppelt so viel Leben in Kauf, ne? Können doppelt so viel wegstecken. Es fühlt sich wirklich deutlich mehr Souls-like an, muss man ganz ehrlich sagen. Komm, weg mit dir. Schießt jetzt keinen Pfeil auf mich, Alter. Sehr schön. Let's go. Wir haben ihn besiegt. Doch was Besonderes? Ich glaube nicht. Nein, schade. Und wir haben einen, ja, Bogen des Dämonenkönigs und natürlich ein Miasma-Schwert. Nehmen wir auch beide ganz gerne mit. Der Bogen könnte sich auf Dauer schon lohnen, tatsächlich. Der lohnt sich ja jetzt theoretisch schon. Ist ja jetzt schon besser als mein schlechtester Bogen so. Wir nutzen noch einen Chess-Key. Einen haben wir ja noch. Dafür kriegen wir Müll. Okay. Wir legen dafür, dass hier abkommt. Nochmal absoluten Müll. Scheiße. Und den Vanaboris-Helm. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also wir kriegen mal einfach ein Oberteil. Hä, was ist denn hier los? Und damit auch unser drittes Segenslicht. Heißt, wir können ein weiteres Herz abholen. Das war stylisch gerade irgendwie. Wäre noch nicht ganz wie geplant, aber gut. Auf geht's. Nächster Turm. Sehr schön. Ist auch interessant jetzt hier. Hier vorne ist ja nochmal ein Schrein. Und da kriegt man ja eigentlich eines der Teile, was ich schon besitze. Also, das kann auch interessant werden. Du hast hier gerade schon wieder gespawnt. Nein. Lass mich in Ruhe. Boah, was ist das denn schon wieder? Alter, sieht das geil aus. Junge, wie cool sieht das bitte gerade aus? Oh mein Gott. Ist das schön. Lauf. Miasma-Hände, kommt ihr hinterher gesprungen? Oh, das sind so viele. Ich hasse solche ekelhaften Viecher, ey. Also, ich komme nicht durch. Komm, spring einfach. Hau ab. Kein Bock auf die Scheiße hier. So, ich dive einfach hier runter und lasse euch schön in Ruhe. So, let's go. Und das sind Feen. Oh, Feen. Let's go. Da vorne ist noch eine. Ja, drei Feen, Bro. Ich bin im Himmel. Sehr schön. Let's go. Wir haben drei Feen. Ja, wir sind... Ja, toll, danke. Jetzt hätte ich eben gerade noch angreifen können. Das greife ich nicht mehr an. Ach, Mann, Alter. Wunderbar. Oh, es war nur ein roter. Komm. Scheiße. Sehr schön. Und er respawnt wieder natürlich. Oh, ein blaues Bockblinhorn. Na toll, danke. Das war es aber wert, ne? Der Bumerang ist auch gleich kaputt, aber das ist in Ordnung. Ja, die Flugzeremonie. Erzähl mir mehr davon. Ich nehme teil. Danke. 12 Sekunden später. Okay, wir bekommen das Gleitshirt. Das habe ich doch schon. Habe ich das doppelt? Und eine große Sphäre. Alles klar, Digga. Ich habe es einfach doppelt. Warum nicht, ne? Immerhin kann ich es dann verkaufen für 600 oder sowas. Das ist auch fair, denke ich. Du kommst weg. Und du kommst weg. Easy. Oh, fuck. Nein, nicht gut. Daran habe ich wieder nicht gedacht. Aber davor ist ein Chess-Key, das finde ich gut. Also, soll ich mal kurz einen Test machen, ja?
Okay, wir haben Schaden genommen. Ich habe absichtlich Schaden genommen, offensichtlich. Das sah jetzt nicht gerade aus Versehen aus. Ich dürfte doch am Ende von einem Schrein nicht hochgeheilt werden. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Oh, das ist eine gute Windklinge, dankeschön. Nochmal ein Waldschwert, das ist in Ordnung. Und nochmal die Heilerhose. Nee, ich werde nicht hochgeheilt tatsächlich. Mir bisher irgendwie gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber finde ich eine gute Neuerung. Der nächste logische Schritt ist dann eigentlich hier rüber, den Schrein schnell mitnehmen. Und dann möchte ich mal schnell in den Untergrund hoppen. Weil dann kommt hier ja die Kukulja-Schlucht. Und die ist hier vorne zu Ende, richtig? Ja, die Kukulja-Schlucht endet hier vorne. Was heißt, dass wir eigentlich schnell die Magierstatue mitnehmen können. Weil die Magierstatue quasi echt direkt da ist. Will nur gucken, was es da gibt. Ich meine, ich kann mir sowieso nichts kaufen, aber einfach nur mal um zu gucken. Ich habe den Schrein extra nur aktiviert, weil ich muss mich eh wieder hochporten. Also kann man den auch dann machen. Aber es interessiert mich gerade. Was haben wir unten? Wir ziehen direkt das Parasegel und fliegen direkt auf die Kukulja-Schlucht rauf, die sich hier vorne befindet. Ja, man sieht ein bisschen was, aber nicht gerade viel. Scheiße, ich schwöre, das ist nicht gut. Ist das dieser Untergrund, von dem immer alle reden? Was geht denn da ab, bitte? Was zum heiligen Bimbanius geht denn da vorne ab? Ich hatte lange nicht so ein bisschen Schiss vom Untergrund, ne? Aber gerade, was zur Hölle? Was ist das? Warum leuchtet das so komisch? Es leuchtet ja nicht mal nur so hell, es leuchtet einfach komisch auf irgendeine Art. Wir gehen mal kurz ans Ende. Ich kann dann gleich zurückkommen. Hat sich ja total gelohnt, wirklich. Danke. Oh, ich hasse Ivaroks manchmal, ne? Oh, wir haben Irrlichter. Die Irrlichter sind gut. Und der Ivarok hat mich wieder in Ruhe gelassen. Sehr cool. Warum ist das alles so unglaublich krass hell? Das hier vorne ist offensichtlich eine Sandpoint. Das erkennt man ja. Oder sind das irgendwie Biome? Haben wir irgendwie ein anderes Biom hier auf einmal? Aber warum sieht das so komisch aus, wie es halt aussieht? Bro, also ich feiere den Look, aber das ist irgendwie komisch. Alter, stell dich mal vor, dass der Untergrund würde auch im normalen Spiel einfach an manchen Stellen so aussehen. Wie krass ist das bitte? Ich finde das viel zu sexy, wirklich. Meine Güte. Sind wir da? Sind wir angekommen? Nee, ich bin schon auf seiner Mütze, oder? Wo genau bin ich? Auf ihm? Also, ah, nee, er steht andersrum, ne? Hier vorne muss ich stehen? Ja, genau. Das ist so geil, wie man einfach nichts erkennt, ne? Aber okay. Du bist eine Magierstatue und so. Das ist interessant. Ich kann tatsächlich alles ganz normal wieder kaufen hier. Auch Tingels Hose, was? Ich dachte nur die Untergrundsets. Aber damit haben wir schon mal eine Magierstatue registriert. Das finde ich echt ziemlich cool. Ich werde jetzt mal trotzdem nochmal gucken, was das eben war. Diese Lichter einfach. Junge, wie das ausschaut. Guck dich das doch mal an, bitte. Es ist irgendwie fucking cool. Also es fühlt sich nicht wirklich wie Untergrund an, sondern eher wie eine Höhle, weil auch wenn in der Höhle ganz dunkel ist, dann leuchtet auch alles so weiß irgendwie. Ah, das ist eine Battle Arena, kann das sein? Also es ist keine Arena, aber eine für Untergrundbosse. Also für Boldogummer, glaube ich, ne? Octocos wird übrigens auch ein Kinderspiel durch den Double Jump. Das ist echt ein bisschen chilliger. Aber wie gesagt, wir müssen eh wieder an die Oberfläche. Und zwar hier vorne zu dem Schrein. Kostet 10. Ich weiß, alles gut. Einen Schlüssel habe ich noch. Komm, machen wir den Schrein zum Abschied noch. Warum tue ich sowas immer wieder? Das ist einfach nur dumm. Muss man halt ganz offen und ehrlich zugeben. Aber ich bin halt einfach giga-intelligent. Das ist halt nicht mehr in Worte zu fassen. Gut, ich habe die Distanz ein bisschen lockerer eingeschätzt, wenn ich ehrlich bin. Aber es hat trotzdem gereicht. Es gibt eher so Menschen, die sind eher so Verlierer. Und eher so, die sind eher so die Gewinner. Und ich bin halt eher so der Gewinner, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Truhe möchte ich trotzdem haben. Wunderbar, danke. Link, nein, stopp, reicht. Danke. Halt einfach dein Maul. Typischer ja. Gewinnertyp hier wieder am Start, ne? Chesskey bitte benutzen. Und dafür nochmal eine Hose bekommen. Wie wär's damit? Mal was ganz Neues. Oh. Scheiß auf Waldschwert. Braucht kein Mensch. Nochmal einfach. Nochmal Sword of the Hero. Ich hab das sogar schon. Und dann schmeiß ich nochmal ein Waldschwert weg. Warum hast du so viele Waldschwerter, Alter? Das ist cool. Wenigstens was zum Sneaken. Halt wieder eine Hose natürlich. Und wie gesagt, ich glaube, es ist irgendwie overpowered. Ich habe das Gefühl, es stimmt was nicht ganz. Aber egal, passt schon. 5 Segenslichter haben wir wieder. Das ist gut. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter und begeben uns in diese Richtung. In Richtung. Oh mein Gott, was war das schon wieder? Nein, nein, schwarzer Stahl. Nein, nein. Ach, Kacke, Alter. Ja, ihr wisst, wir machen beim nächsten Mal hier weiter.